das ist ja grausig. Ist es besser als ein normaler Pfefferspray? Also ja, es geht wieder mal um Selbstverteidigung. Und zwar, ich habe hier von der Firma Walter Umarex das Personal Guard System Nr. 1 mit normalem Pfefferspray sozusagen. Und hier in einer Version mit einer integrierten Lampe. Und wenn ihr interessiert, was das kann, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, das Prinzip ist ziemlich simpel. Das sind diese Kartuschen, das sind 11 Milliliter voll Pfeffer. Ja. So wird das Ganze in dieses Personal Guard System reingebracht. Einfach einlegen, zumachen, ja, und dann ist das Teil grundsätzlich mal einsatzbereit. Was hat es mit dieser Version 2 auf sich? Ja, im Endeffekt ist das genau dasselbe. Hier wird auch die Kartusche eingebracht, nur der Unterschied ist, dass auch eine Lampe verbaut ist, die durch Betätigen der Sicherung automatisch angeht und somit ja, für Nachteinsätze gedacht ist. Ja. Was mich jetzt interessiert, was ist die Reichweite? Wie viel kommt da überhaupt raus? Wie lässt sich das Ganze betätigen? Und ja, wie praktikabel ist das Ding? Der Einfachheit halber werden wir das System Nr. 1 benutzen, ist ja auch untertags. Und ich bin hier im Buschkraftareal auf waldurlaub.at. Das bedeutet, es ist auf Sicherheit geachtet, es ist hier niemand, ich darf das hier tun. Und ja, mal schauen. Noch etwas zur Sicherheit. Du kannst den Abzug nicht betätigen, ohne hier hinten automatisch eine Entsicherung sicherzustellen. Das bedeutet, wenn du das normal in der Tasche hast und hier hinten kein Druck drauf kommt, wird auch sehr wenig passieren. Erst wenn du das Teil wirklich von hinten packst, dann kannst du den Abzug betätigen und dann kommt auch ja, das Sprühpfefferding raus. Ja, wie testen wir das am besten? Wir haben hier vorne ein Ziel, das ungefähr Kopfgröße hat, denn das ist ja auch das Ziel, das man hat, ja, das man treffen will. Ja, ich bin jetzt hier drei große Schritte, lasse es 3,5 Meter sein, entfernt. Es kommt leicht Wind, ja, von dieser Seite, also in meine Richtung. Und ich bin wirklich gespannt, ob ich da viel abbekomme. Let's go! Einen wichtigen Hinweis. Ich gebe dir den Link, wo du das bekommen kannst. Ich habe es auf Amazon gekauft, hol dir das ganz einfach. Aber hoffentlich brauchen wir das nie. Und aufpassen. Gerade beim Thema Sicherheit sind kurze Werbeunterbrechung. Ja, wir haben in der Rainer-Rossmann-Werkstatt unterschiedliche Meinungsverstärker ja, entwickelt und produzieren die auch in unterschiedlichen Farben, Formen und mit Funktionen, also wie zum Beispiel einer Pfeife. Der Punkt dabei ist, ich weiß, dass natürlich ein Kubutan genauso wie ein Pfefferspray oder eine Pfefferpistole keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Und trotzdem, der große Vorteil dabei ist, dass man das zum Beispiel am Schlüsselbund mit dabei haben kann und dann halt auch gerade in solchen Transitzonen, dann wenn es zum Beispiel zum Aufsperren geht von einer Tür, einem Auto oder ähnlichem, gleich in der Hand hat. Wenn man das Ganze trainiert und wenn du das Ganze in dein Leben integrierst und auch in die Situation reingehst, das ist ja immer genau das Thema, dann kann das eine Möglichkeit sein. Das ist keine hundertprozentige Sicherheit, du kaufst damit nicht Sicherheit. Aber du kaufst damit eine weitere Option. Und wenn du das willst, gebe ich dir unten den Link ja, in meinen Shop. Wir haben, wie gesagt, unterschiedliche Variationen, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen, für jeden irgendwas dabei. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, sage ich jetzt schon danke. Und jetzt weiter mit dem Video. Gleich triche ich's. Aber nichts. Ich habe auch nicht getroffen. 3,5 Meter ist einfach zu viel. Das geht nicht. Wir müssen ein bisschen näher ran. Der Sprühstrahl ist nämlich in diese Richtung abgebogen. Ja? Der Wind kommt aus dieser Richtung und ich habe nur ein paar Tropfen drauf gehabt. Also das ist viel zu weit weg. Das geht nicht. Okay, jetzt sind es nur mal 2 Schritte, aber das muss jetzt gehen. Okay, aber das hat gesessen. Also das hat gesessen. Also ich erwische nichts. Ich spüre zwar noch immer den Wind, also es ist ein bisschen Wind, ja, es ist jetzt nicht Sturm, ein bisschen Wind. Ich bin safe. Jetzt gehe ich einmal hin. Ich hoffe, ich sperre mich nicht wieder an. Bäh. Bäh. Was ist das? Bäh. 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 Das stinkt wie. Bäh. Wie. Bäh ist das? Okay. 2 Meter. Das ist cool, das geht. Alles, was drüber ist, keine Chance. Gut, jetzt wollen wir das noch einmal testen. Oh, da fliegt gleich. Aha, wenn man es so aufmacht, da fliegt auch gleich die Kartusche weg. Wir wollen das jetzt noch einmal probieren. Und zwar, ich habe jetzt einfach drauf gedrückt. Ich möchte jetzt schauen,
wie viel er rauskommt. Ja, jetzt haben wir mal die Distanz gecheckt. Das wissen wir jetzt, so 2 Meter. Ja, diese Distanz, die ist großartig. Jetzt möchte ich schauen, ob ich da mehrere Stöße abgeben kann. Was ich dir sagen kann, im Vergleich zu einem klassischen Pfefferspray, diese Haltung hier, ja, ist viel intuitiver und treffsicherer als ein klassischer Pfefferspray. Also das ist der Vorteil. Okay. Jetzt habe ich schon 3-mal drauf gesprüht. Mhm. 4-mal? 5-mal? Okay. Also 5-mal solche. Das ist machbar. Bäh. Bäh, das ist ein grauslicher Scheiß. Bäh. Bäh. Nein, ich riech's bis hierher. Ist auch unangenehm. Also ich bin weiterhin handlungsfähig. Ja. Ich riech das hierher. Ja, ich riech das, aber. Es ist nicht so, dass es mich gleich aus den Schuhen hauen würde, ja? Also da kenne ich auch anderes. Also das. Und dann das rausnehmen. Das ist auch irgendwie cool. Natürlich hebe ich das auf und lasse das hier nicht im Buschkräfte-Areal herumliegen. Das ist eh ganz klar. So, jetzt möchte ich noch einen Test machen, und zwar Schießen aus der Bewegung. Das Ziel ist jetzt wieder, ja, 2 Meter von mir entfernt. Und ich schieße jetzt mal dann bewege ich mich und möchte noch einmal und möchte schauen, ob ich da sozusagen im Ziel bleiben kann. Ja? Auf die Plätze, fertig, Feuer, na Feuer nicht, nein, nein, noch einmal. Auf die Plätze, fertig, Pfeffer, go! So, das war's. Bäh. Ja, das habe ich selber raufgekriegt. Bäh. Bäh, jetzt stinke ich grauslich. Da rinnt jetzt richtig die Soße runter. Und ich glaube auch, dass das UV beständig ist. Das heißt, man kann das im Nachhinein, auch wenn das aus dem Gesicht gewischt wird oder von der Kleidung gewischt wird, man kann das dann noch eine Zeit lang, ja, nachweisen. Also ja, ist halt ganz einfach so. Und ich habe jetzt das Zeug da drauf. Bäh. Stinkt wirklich fürchterlich. Ich weiß nicht, welche Stoppwirkung das Ganze jetzt hat. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich will mich irgendwie... Ich will mich von dem Schaß nicht treffen lassen. Ich finde das grauslich. Aber ja. Ja, die Entfernung ist wieder super. Ja? Also, wenn man da nah dran ist, es ist jetzt nicht so, dass ich da sterben werde. Nein, das sicher nicht. Aber es ist unangenehm. Es ist grauslich. Und man spürt es ein bisschen in der Nase und auf der Zunge. Also, aber wenn man die Soße wie man in Deutschland sagt, Fresse kriegt, könnt ihr mir vorstellen, dass das unangenehm ist. Ja. Das ganze Zeug klebt natürlich jetzt auch hier vorne ein bisschen drauf. Ja? Also nur damit du siehst, ein wenig nach die 3 Schuss. Ein bisschen so ein Spray bleibt da schon übrig, aber wenn du das wäschst, dann ist das Teil natürlich auch wieder einsatzbereit. Ist es besser als ein normaler Pfefferspray? Also zum Treffen und zum intuitiven Schießen, ja, auf jeden Fall. Bietet so eine Kartusche genug Reizstoff, um einen Angreifer abzuwehren? Das kann ich da nicht sagen, das hängt einfach von der Situation ab. Es ist halt so, es ist schon irgendwie wenig, und ich glaube auch nicht, wenn man das nicht trainiert hat, und das kann ich dir nur ans Herz legen, das Trainieren, es gibt auch Wasserkartuschen und anderes Zeug, nämlich das auch wirklich mal auszuprobieren und auch in der Bewegung auch wirklich immer und immer wieder trainieren. Ich glaube ohnehin, dass wenn man in so eine Situation kommt und jetzt das Ganze einsetzt, dass man wahrscheinlich aufgrund des Stresses, der da entsteht, einfach abdrückt. Und was ich natürlich auch sagen kann, ich bin kein Selbstverteidigungstrainer. Nur was natürlich klar ist, einfach stehen bleiben, das ist natürlich nicht. Das bedeutet einsetzen und sich selbst bewegen. Deswegen habe ich das auch getestet. Am besten natürlich zurück. Und das wird natürlich auch automatisch passieren, wenn jemand da auf dich zukommt. Brauchbar? Ich glaube ja. Nun, die Gretchenfrage, ist das meine erste Wahl? Nein, ist nicht meine erste Wahl. Ich nehme den Jetprotektor. Aber wenn ich keinen Jetprotektor hätte, dann wäre es das. Das intuitive Schießen, das ist einfach großartig. Aber ich gebe dir den Link zum Jetprotektor auf Amazon. Ich kaufe mir die dort. Das ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Oder auch zu dem hier. Schau dir das ganz einfach an. Der kostet nicht so viel. Hol dir sowas einmal, teste es mal, schau, ob es für dich ins Konzept hineinpasst. Und dann wird man sehen. Eine Sache möchte ich aber noch festhalten. Hoffentlich brauchen wir das Zeug nie. Und ich sage nur, besser haben als brauchen.